entwickeln. Naja, wahrscheinlich war auch das der Grund, warum ich dann auch erst recht spät den Weg zur Kosmetikerin gefunden habe. Man hatte so, ich weiß gar nicht, vorher, aber 35, das ist ja schon relativ spät. Und ich habe dann so, ich hatte ja schon ein paar Baustellen und ich dachte so, jetzt kannst du auch mal irgendwie so, vielleicht kann die dir ja so ein bisschen helfen auf dem Weg zur Weiblichkeit. Und das spielte sich dann folgendermaßen ab. Mit den Jahren wurde ich viel zu viel, habe an Körperstellen kein Ventil, ich kann sie nicht entlüften, die Beulen an den Hüften. Auch im Gesicht, da bilden sich die Falten und die machen mich viel älter, als ich sein will. Wer hält denn da die Füße still? Es musste doch was geben, um alles zu beheben, straff, glatt und dünn zu machen, dann könnte ich wieder lachen. Probierte viel Produkte aus, denn Sport, das ist für mich ein Graus, nahm Pillen, Saft und Infusion. Nach kurzer Zeit, da hatte ich schon die Tube, 90 Euro. Klingt teuer, aber muss so, sagt die Kosmetikdame, das sei nicht nur der Name, sie kennen es auch alle schon, es handelt sich um Hyaluron. Wunder, fühl mich nicht mehr wie ein Plunder, wie gegen Fett und schlechte Haut, dem Teufel habe ich nicht vertraut. Ich dachte, 90 Euro bei der Wirkung, ja, das muss so, da konnte ich noch nicht ahnen, warum nicht alle warten. Denn wo je nach 14 Tagen begann es mich zu plagen, sah morgens in den Spiegel rein, um Himmels Willen, das kann nicht sein. An den Augen diese Säcke, ich staunte und erschreckte, die Creme soll doch reduzieren, vielleicht muss ich noch mehr aufnehmen. Die Tube 90 Euro, halb leer, egal, das war also, sah aus wie Stefan Derrick, steht bringen Säcke, sind nicht so schick, noch eine Lage drauf, das klappt dann schon, Teufelzeug, ja, doch was mich irritierte, die Säcke wurden schlimmer. Oh Gott, bleibt das für immer? Ich wusste nicht mehr aus noch ein, das kann doch alles gar nicht sein. Die Tunnel kostet so viel Geld, verspricht etwas, was sie nicht hält. Denn statt zu reduzieren, Volumen zu verlieren, schwoll mein Gesicht und wurde ganz dick. Ich will mein Geld dafür zurück. Zur Kosmetiktante, die mich fast nicht erkannte. Die Creme hat mein Tarn zerstört. Ich bin zurück, was mir gehört. Ich will die 90 Euro für 4 Tuben. Ja, das muss so. Schauen Sie, wie ich aussehe. Alles dick, hier heult und tut weh. Mein Gesicht, das schwankt und platzt halt schon von Ihrem Scheiß Hyaluron. Jetzt kommt die Höhe, dann hab ich mich aufgeregt. Da sagt mir doch die Alte in der Tube und dann knallte sie mir den Satz noch vor dem Platz. Bei dem Gesicht ist für die Katz. Alter, hab ich mich aufgeregt und warte ich dir alles über und down ab. Ich stampfte aus dem Laden, würde ups, würde ich mich sagen. Ständig! Es war geschrien, aber es musste sich ja reimen und sagen, passt halt besser. Ich rannte dann nach Hause, wo ich noch mehr aufbrauste. Als ich dann vor dem Spiegel stand, war vollends außer Rand und Band.